Hallo liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich über den Schiffsbau an der Weser in Bremen in den 60er Jahren sprechen. Bremen ist meine Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin. Die 60er Jahre decken bei mir meine Kindheit und meine Jugendzeit ab. In Erinnerung geblieben sind mir die beiden Großwerften Bremer Vulkan in Fegesack und AG Weser in Gröpelingen. Ich habe als Junge, so als ich so 15 war, habe ich zweimal einen Stapellauf miterlebt und war davon sehr beeindruckt. Man muss dazu sagen, dass in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein in Deutschland sehr viele Schiffe gebaut wurden, Tanker und Frachter, und auch sehr viel Stahl produziert wurde. Es waren praktisch Wirtschaftswunderjahre und der Konjunkturmotor brummte. Später kam dann die Stahlkrise und die Werftenkrise. Also in den 60er Jahren, da wurden in Bremen die größten Schiffe der Welt gebaut, Tanker und Frachter. Bei der Bremer Vulkan in Fegesack, da hat ein Vetter von meinem Vater gearbeitet, ein Vetter mütterlicherseits von meinem Vater. Der war dort Schiffsbaumeister und dessen Sohn war da ebenfalls Schiffsbaumeister. Und über diese Verwandtschaft sind wir zweimal bei einem Stapellauf auf der Bremer Vulkanwerft gewesen. Also das war praktisch vergleichbar mit einem Volksfest, wenn so ein Stapellauf war. Und zwar ist das so, die Schiffe, die wurden an Land gebaut, auf einem sogenannten Helgen, wurde der Rumpf hochgezogen. Und also so ein Schiff, der war etwa bestimmt so lang, wie zwei Fußballplätze lang sind, ne? Und vom Kiel bis zur Reling etwa so wie bei einem Hochhaus. Ne? Das waren riesige Abmessungen. Und wenn das Schiff dann fertiggestellt worden war, wurde es getauft durch einen Taufpaten. Das war meistens ein Prominenter, der eine Taufrede gehalten hat. Und dann wurde anschließend nach der Taufrede, wo das Schiff auf einen bestimmten Namen getauft wurde, der auch am Bug angepinselt war, angemalt war, wurde das Schiff mit einer Sektflasche getauft. Also die Sektflasche, die wurde dagegen geschleudert und zerbrach und dadurch wurde das Schiff getauft. Dann wurde das Schiff mit dem Heck voran auf dem Helgen ist es runtergerutscht quer zur Weser auf Tonnen von Schmierseife, auf Tonnen von Schmierseife. Zuerst hat es so eine Minute gedauert, bis das Schiff in Bewegung kam. Denn es mussten ja zuerst die Bremsklötze, die Keile unter dem Schiffskiel gelöst werden, damit der Schiffkoloss in Fahrt kam und langsam den Helgen runterglitt in die Weser. Ne? Und wenn das Schiff halb in der Weser drin war, schon mit dem Heck, dann wurden schon die ersten Bremsanker geworfen, denn das Schiff war etwa so lang, wie die Weser an der Stelle breit war. Also ne, das war vielleicht, war die Weser so 800 Meter breit und das Schiff war vielleicht 400 Meter lang. Ne?
Also mussten dann die Bremsenanker geworfen werden, damit das Schiffheck auf der anderen Uferseite nicht kollidiert ist und gegengerammt ist. Ne? Dann anschließend, nach dem erfolgten Stapellauf, kamen dann Schlepper angefahren. Schlepper, das sind kleine Motorboote, die große Frachtschiffe am Haken nehmen und anschleppen. Diese Schlepper, die haben dann den Schiffsneubau gedreht, parallel zur Weser. Und dann wurde dieser Schiffsneubau mit den Schleppern an den Ausrüstungskai von der Bremer Vulkanwerft bugsiert und da vertäut. Denn nach dem Stapellauf mussten ja noch die Schiffsaufbauten gemacht worden, die Kajüten und so weiter. Das wurde erst nach dem Schiffsstapellauf gemacht, wurden erst die Schiffsaufbauten erst später aufgebaut. Ne? Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, wenn auf der Werft gearbeitet wurde, dann sah man von Weitem die Schweißfunken von den Schweißern, die da geschweißt haben. Das wurde ja alles geschweißt da, die Stahlplatten mussten geschweißt werden und so. Da sah man immer von Weitem die Funken der Schweißer, wenn die am Schiff geschweißt haben. Außerdem auch das Klopfen, wenn da irgendwie gearbeitet wurde, hat man das Klopfen und das Hall und den Hall des Klopfens gehört. Das war weit zu hören. Ne? Ja, die Bremer Vulkanwerft, die hat da praktisch Fegesack. Das ist ein Stadtteil in Bremen-Nord, praktisch beherrscht. Und da wurden sehr viele Schiffe gebaut, ne? Also bis dann das Werftensterben einsetzte, weil im Ausland, besonders in Asien, das Bauen der Schiffe wesentlich billiger war als in Deutschland, ne? Auf jeden Fall kann ich mich gut daran erinnern, dass ich so als 15-Jähriger das da mitgemacht habe, ne? Und dann ist da auch noch die AG Weser in Gröpeling, bei der AG Weser in Gröpeling, auch an der Weser gelegen. Da war ich auch ein, zweimal beim Stapellauf, wobei ja die AG Weser in Nachbarschaft lag zu Klöckner Hütte Bremen, ne? Klöcknerwerke AG Hütte Bremen, wo ich dann später Lehrling war, ne? Bei der AG Weser, da habe ich ebenfalls Stapelläufe mitgemacht. Ne? Das war da genauso interessant. Ne? Naja, und dann ist halt so, wenn dann auf den Schiffsneubauten die Aufbauten drauf waren, die Aufbauten, die Kajüten und so. Ne? Also da kann man praktisch sagen, also vom Kiel bis zur Mastspitze, ne, war das nicht locker so hoch wie ein Hochhaus mit vielen Stockwerken. Ne. Das waren also ganz große Dimensionen. Ne. Zum Teil waren die Schiffe so groß, die sie gebaut haben, dass sie später nicht mehr den Hafen in Bremen anlaufen konnten. Ne. Sie konnten dann praktisch nur bis Bremer Hafen fahren, ne, weil nicht, also die ganz großen Pötte, die sie da gebaut haben. Ne. Naja. Und ich habe halt alles diese Sachen aufgeschrieben als Hobby-Schriftsteller. Ne. Also meine ganzen autobiografischen Texte und Erlebnisse, die habe ich alle aufgeschrieben und teilweise veröffentlicht. Auf meiner Homepage www.ahnenkruse.de, beziehungsweise habe ich jetzt auch einige Sachen in Videos gepackt.
in meinem YouTube-Kanal, ne? Na, und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.